Cool. Ja, kämpfen wir mal mit Yuffie. So schnell wie ein Chocobo, nimm das Kupo. Oh wei. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Cloud alleine zu lassen. Welche Richtung? Nach oben, damit. Aber erst müssen wir das Ding mit Strom versorgen. Ja, Mokrehäuser müsste ich auch mal wieder ein paar finden. Der Schalter ist da vorn. Schwing dich damit hoch. Ist doch ein Kinderspiel für dich, oder? Gut erkannt. Doppelvisier? Oh. Minus 200 Trefferpunkte, minus 1 MP, minus 3 magische Attacke. Waffe plus 10 physische Attacke, weil ich auch wieder geil finden soll. Schiebt alle 100 Schritte ein, Gilgut. Ja, sieht gut aus. So, jetzt fließt das Wasser wieder. Jetzt haben wir wieder Strom.
Ich muss sagen, es macht Spaß, mit Dingsbums zu kämpfen. Mit Yuffie. Bringt so ein bisschen frischen Wind in die Bande. War vielleicht ein bisschen übertrieben. Ist vermutlich gesperrt. Das kann man weiter oben aufheben. Schaffst du das? Bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Verstehe ich nicht. Ah, okay, jetzt. Zinkerz. So, die Frage ist, kann man... Klettert okay, aber für Ninja hätte es schneller gehen können. Oh, hab keine Lust mehr. Jetzt wird es kalt. Ich schlag dich zu Brand. Komm nicht übel, oder? Ich weiß aber nicht, mit wem du sprichst, aber okay. Woher sie das auch entsperren kann. Also gerade, wir müssen da hoch und dann runterfahren. Ah, Yuffie. Na, muss ich das von woanders da machen. Das ist schon eine kleine.
die mit ihren Waffen umgehen. Roadhouse. Nimmt mal mit. Keine Frage. Warte mal. Ah, ich dachte, da gibt es noch ein Geheimnis. Aber scheinbar nicht. Warum hat die jetzt so viel HP verloren? So, will ich mal gucken, ob ich ein paar Waffenpunkte verteilen kann. Die Juvi hat nur 5. Ja, mittlerweile macht es halt keinen großen Sinn mehr, weil alles viel zu viel frisst. So, das gebe ich mal tiefer. Ich heile mich mal. Ich habe da hinten was gesehen, was mich interessiert. wie so ein Sack. Macht Spaß. Mit der Kleinen.
Feuer. Alter, die haben das Vieh ja richtig gespalten. Schaffst du das? Na, was glaubst du denn? Das macht Spaß mit der Yuffie. Das muss ich gestehen. Der Jan würde sich so drüber aufregen, weil sie ein Ninja ist und aus Wutai kommt. Okay, jetzt kann ich schwimmen oder was? Das hinterfrage ich mal nicht. Na, das war, glaube ich, nicht nötig. Gestärkte Attacke. So, wollen wir mal gucken, was denn die gestärkte Attacke macht. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Naja, wird schon passen. Ja, weil du nicht mit wolltest. Ach so. Wolltest doch unbedingt Gold haben, Mädchen. Also kannst du es jetzt auch kriegen. Naja, Materialien sammeln halt. Naja. Oh, komm schon, wirklich. Das hätten sie, ja. Aua. Alter! Wenn wohl das hier was zum Heilen war. Das war ein harter Kampf. Die ist aber süß. Ist sie aber sehr lange auf. Ist ab. Die aber sehr spät eingefallen. Das. Ach so, ja. Ja, okay. Ich habe gedacht, du hättest neu geschrieben. Alles gut. So, was kaufen wir dann mal? Entschuldige, Justin. Ich habe gedacht, du hättest was Neues geschrieben, aber
aktuell nein. Naja, ich sollte mich wahrscheinlich wohl eher auf die vollen Quests konzentrieren, weil viele Nebenquests fühlen sich einfach nur komisch an. So langgestreckt, gefällt mir nicht so ganz. Oha. Oh nein! So ein Fiesling! Ist das nicht die Mama? Die Mauer von den Viechern. Feuer. Ja. Was geht eigentlich? Skivik ist ausgesorgt. Ja, also, wenn wir aus dem Pack fallen, dann schicken wir uns. KFC fragt. Holen wir mal den Leviathan. Oh, Fernseh, wirklich. Jetzt. Jetzt kommt ihr dabei.
viel zocken, meine Güte. Der Leviathan, ey, wenn ich ihn schon sehe, bin ich Angst zu stellen. Alter, der hat den Damage gehauen. Nein! Oh nein. Was jetzt? Lass das! Er scheint dich zu mögen. Daryl, das ist unfair. Wobei, Daryl hat ein neues Haus hier. Kommt er halt mit. Ging aber schneller als bei der Yuffie. Oh wei. Hat er. Ich weiß was. Wir nennen ihn Kikeri Cloud. Hey, wie wäre es, wenn wir damit zurück nach unten fahren? Oh wei. Wackelt bestimmt etwas, aber ist schneller. Damals sind Tain und ich. Vergesst es. Lassen wir lieber die Brücke runter. Warum hat die sich jetzt am Bauch gehalten? Und hiermit können wir die Brücke bedienen? Tja, welcher Knopf? Lass mich mal. Probian. Okay. Oh. Hat geklappt. So, das war's. Sagen wir den anderen Bescheid. Oh boy. Hallihallo, Yuffie hier. Cloud, bist du da? Kannst du mich hören? Wie geht's dir? Alles okay? Geht schon besser. Wir schnappen uns eine Lore und fahren nach unten. Ihr folgt am besten einfach den Gleisen. Unterwegs gibt es eine Hängebrücke. Da können wir uns treffen. Okay. Und stellt auf dem Weg doch unsere Route ein. Aber nichts zu Heftiges, sonst kotzt mich ein gewisser jemand hier noch voll. Ich hätte ja nichts gegen Action, aber was will man machen? Ich habe keine Ahnung, wie ich da... Naja, sehen wir dann. Alter Schwede. Gute Arbeit. Die fressen gut.
Ja, wie soll ich den Kram denn einstellen? Das sind fliegende Fische. Lästig. Alles geht. Das war's. Warum brauchst du so lange, um auf meinen Rücken zu steigen? Und wie kann ich die Route jetzt einstellen? Das muss ich auf jeden Fall drehen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, damit kann man die Weichen stellen. Ist die von Barrett bevorzugte halsbrecherische Art? Muss die sichere Route gewählt, okay. Halsbrecherische Art. Die Gleise sehen ziemlich alt aus. Ob Barrett und die anderen da heil rüberkommen? Keine Angst, die sind noch stabil genug. Woher weißt du das? Meine Pfoten irren sich genauso wenig wie meine Nase. Ah, davon habe ich gehört. Die Pfoten von Hunden und Katzen können mehr erspüren, als wir uns jemals vorstellen können. Oder, Red? Mit deinen Fußpolstern. Meine Pfoten sind um Welten feinfühliger als die von einfachen Hausen. Sag mal, ich hab doch noch gar nicht gesagt. Nein. Cloud, du willst bestimmt auch mal anpassen, oder? Oh, das war ein gutes Angebot von Harry. Volle Kraft! Ich hab genug! Das ist vorbei. Also, Harry, wenn du mal Fußsohlen anfassen willst, ne? Komm vorbei. Massagen nehme ich gerne als Ausgleich. Dazu sage ich nicht nein. Wozu habe ich das jetzt gemacht? Für ein Schutzbit. Was ist denn ein Schutzbit? In diesem Gegenstand ist ein Sicherheitscode enthalten, der von verschiedenen Viren magnetischen Ursprung. Schützt während des Kampfes vollständig vom sicheren Tod. Sofort. Okay. Ich habe keine Ahnung. So, ich habe das Gefühl, dass wir diese Fahrt machen können.
Und Yuffie wird wahrscheinlich damit irgendwas machen können. Ich freue mich schon drauf so ein bisschen. Das muss der Treffpunkt sein. Lasst uns Yuffie und den anderen Bescheid geben. Ja, na dann wollen wir mal. Wie sieht's bei dir aus, Justin? Müdigkeit. Weil bis jetzt hält sich's relativ in Grenzen. Wie sieht die Strecke aus? Wenn du jetzt dich gleich abmachst. Wirklich? Wird auch nichts wackeln? Oh. Besten Dank für alles. Wir sind so gut wie bei euch. Gut, dann stürzen wir uns mal ins Abenteuer. So. Alles wird gut. Ich kann das. Das wird ein Klacks. Oh, hat da jemand Angst? So, weiter geht's. Du willst wohl mitkommen, was? So ist's gut. Dann los und haltet euch gut fest. Ich weiß nicht, wo der den jetzt hingesteckt hat. Ich würde gerne wissen, woher er die Munition nimmt. Der tiefer Sitzer macht gar nichts. Bewegt nicht mal eine Mine. Alte Baumrinde. Jetzt ist Schluss!
sind aber keine 60 FPS. Nimm das! Übertrank, oh mein. So, let's go. Die Dinger sind auch ohne umgefallen. Schlimm wie gedacht. Cloud hat die Strecke wirklich ganz gut ausgesucht. Mir war langweilig. Ihr habt's also überlebt. Ja, aber nur ganz, ganz knapp. Seit wir ihn gerettet haben. Sag mal, das hier kenne ich. Die Zwillinge nicht. Er heißt Kikeri Cloud. Sehr erfreut. Nicht lustig. Okay, finde ich schon lustig. War wohl die Mama. Er gehört zu seiner Familie. Dann mach's mal gut, Kikeri Cloud! Los jetzt. So. Eigentlich noch jemand da? Aktuell sieht's noch. Erwarten. Ich dachte, du kommst von hier. Tue ich auch. Die war so still in der letzten Zeit. Denn da? Welch Ehre, dass wir seine Exzellenz Barrett hier wieder begrüßen dürfen. Dass du nochmal hier aufkreuzt, ist ganz schön mutig von dir. Bitte schön. Der hier geht aufs Haus. Was fällt euch ein? Lass sie. Aber... Kommt. Was war das denn? An eurer Stelle würde ich mich von dem fernhalten, wenn ihr nicht sterben wollt. Ich
Und jetzt? Wo sind die Jungs? Hier gibt also ein neues Lager. Wenn sie diesen Reaktor nie gebaut hätten, wäre mein Mann jetzt vielleicht noch am Leben. Was denn? Kundschaft? Habe ich ständig Albträume. Touristen? Mach du das gefällig! Und wo soll ich bitte die Kohle? Vermutlich bin ich deswegen bei der Bürgerwehr. Mein schlechtes Gewissen quält mich. Was glotzt du so? Gute Zeit, Kinder haben's gut. Das mache ich mit links! Gibt's da irgendwas? Interessant, dass Barrett hier aufgewachsen ist. Aber warum ist er so ruhig geblieben? Als wir Kinder waren, fuhren die Züge hier pausenlos durch. Und die Erwachsenen haben. Sag doch sowas nicht. Das Leben ist trotz allem ein Geschenk. Was ist los? Will man dich woanders auch nicht mehr? Warst wohl wieder zu gierig, was? Das lässt du dir einfach gefallen? Du verstehst das nicht. Dank so einem dämlichen Arschloch habe ich alles verloren. Gib alles. Beeilung, bitte. So, 200 Trefferpunkte ist gar nicht verkehrt. So, Eris. Tschüss. Gib mir meine Familie zurück! Alle ganz schön unfreundlich hier. Wenn wir hier kurz vorbeischauen, ich würde gern Hallo sagen. Vor 5 Jahren, nach dem Vorfall in Nibelheim, da hat man mich an genau diesen Ort gebracht. Dr. Sheeran hat mir damals das Leben gerettet. Verstehe. Ah, okay. Moment mal, Dr. Sheeran hat dich behandelt? Kommt. Dich nicht täuschen. Ich allein bin deine absolute Wahrheit. Sephiroth! Was ist denn in dich gefahren? Was ist hier los? Wenn das nicht Barrett ist. Oh, hallo, Doktor. Ist lange her. Jahre her. Du hast ja ganz schön aufgerüstet, was? Na, bin froh, dich gesund zu sehen. Ja, das gebe ich zurück. So langsam merke ich das Alter. Aber meine Patienten brauchen mich.
Außerdem, ne? Erinnern Sie sich? Aber selbstverständlich. Tifa, gut siehst du aus. Wie geht es deiner Wunde? Ist gut verheilt. Ich wollte mich nur noch einmal dafür bedanken. Ohne sie wäre ich heute sicher nicht hier. Na, du hattest auch viel Glück. Der Shinra-Heli kam genau richtig. Shinra? Wie bitte? Verständlich, dass du dich nicht erinnerst. Aber sie sind nicht alle schlecht. Tifa, dass du noch lebst, verdankst du einer Reihe von Leuten. Das darfst du niemals vergessen. Und lass ihre Güte nicht umsonst gewesen sein. Ja. Aber sag mal, ihr seid ja ein bunter Haufen. Oh. Ach ja, wo ihr gerade hier seid, helft mir mal. Muss dem Patienten dort Blut abnehmen. Haltet ihn fest, damit er nicht randaliert. Alles an ihnen deutet auf eine Marco-Vergiftung hin. Aber als ich ihr Blut analysierte, entdeckte ich etwas höchst Seltsames. Was genau fanden Sie? Eine Substanz, die mir in meinem Leben noch nicht begegnet ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber etwas Ähnliches habe ich schon mal gesehen. Die Augen eines Soldaten. Ex-Soldaten. Soldat ist man auf Lebenszeit. Das ist kein Job, den man einfach aufgibt. Hey. Kleine Spende? Keine Chance. Oh. Ich glaube, dass es sich bei den Männern um degenerierte Soldaten handelt. Ist natürlich nur eine Theorie. Um sie zu beweisen, müsste ich mehr Tests durchführen. Sind viele von denen vorbeigekommen? Ja, da sind sie. Um die Verletzten kümmere ich mich hier. Der Rest ist wohl auf dem Weg zum Gold Saucer. Zum Gold Saucer? Ja, frag mich nicht warum. Keine Ahnung. Dass das Mädchen von damals eines Tages hier mit Barrett zusammen auftauchen würde. Was das wohl zu bedeuten hat. Na, wir werden es erfahren. Ob die sind bei dem. Und Sheeran haben sich in all der Zeit kein bisschen verändert. Sie sind immer noch hier. Sheeran hat sich für die Lebensmittellieferungen von Shinra eingesetzt. Nur so könne man die Leute hier gesund halten, sagt er. Das bleibt unter uns. Aber er versetzt die Lebensmittel mit Medizin. Interessant. Sheeran war zum Zeitpunkt des Unglücks in der Klinik. Er blieb Sag zwar mal. Unverletzt, aber seine Familie im Dorf kam ums Leben. Gold Saucer, das ist doch dieser super berühmte Vergnügungspark, oder? Da fahren wir hin, ja? Kommt schon! Yuffie, das hier ist kein Ausflug. Weiß ich doch. Wir suchen die Typen in Schwarz. Ah, das wird so toll. Es gibt eine Seilbahn, die uns direkt zum Gold Saucer bringt. Kommt schon. Verschwinden wir von hier. Mein Mann kam damals bei diesem grauenvollen Reaktorunfall ums Leben. Seitdem trage ich. Ich mache keine Nebenquests mehr. Damit fühle ich mich sicher. Vielleicht später irgendwann. Mal gucken. Alles erledigt? Dann nichts wie weg hier. Ja, komm, passt schon. Das ist die Seilbahn, die ich meinte. Hey, ich verstehe ja, dass du hier schnell weg willst. Aber magst du das echt auf dir sitzen lassen? Ich meine, die haben Barrett beschimpft und so. Ich bin echt sauer. Aber ihr alle wirkt überhaupt nicht wütend. Schon gut. Gehen wir. Erzähl uns, was passiert ist, Barrett. Einer von den Männern vorhin hatte ich gierig genannt. Das passt nicht zu dem Barrett, den ich kenne. Das muss ein Missverständnis sein. Das dauert. Hat es was
mit Marlene zu tun? Früher war Coral ein Ort, an dem Kohle gefördert wurde. Die Leute hier waren grob, aber immer aufrichtige und harte Arbeiter. Coral war mein ganzer Stolz. Doch dann habe ich alles zerstört. Was passiert ist, ist einzig meine Schuld. Coral war ein wunderbarer Ort. Es war immer staubig und wir waren arm. Aber wir hatten uns. Und das hat uns zum Glücklichsein gereicht. Bis wir von den Mako-Reaktoren hörten. Das hat alles verändert. Also keine volle Zustimmung. Ich bin dagegen, einfach so die Mine aufzugeben. Wie könnten wir? Sie ist doch das Erbe unserer Väter und Großväter. Sei doch realistisch, Stein. Kohle wird heute von niemandem mehr benutzt. Außerdem schuften wir uns Tag für Tag zu Tode. Und trotzdem wird unser Dorf mit jedem Jahr ärmer. Mhm. Hm. Darf ich kurz? Wenn der Mako-Reaktor läuft, geht ein Teil des Gewinns natürlich an Coral. Und du willst doch sicher auch, dass jeder hier ein erfülltes und reiches Leben führen kann, nicht? Genau, Dain. Ich will meiner Frau endlich das Leben ermöglichen, das ich ihr schon lange versprochen habe. Das geht mir doch genauso, Barrett. Aber ich lass mir nicht erzählen, dass Kohle nutzlos ist. Das hieße doch, dass wir auch nutzlos sind. Die Diskussion scheint in einer Sackgasse zu stecken. Nicht wahr? Dann bringt alles Reden der Welt nichts mehr. Also, warum stimmen wir nicht darüber ab? Hm. Alle, die dafür stimmen? Hm. Zwei Jahre später wurde der Reaktor fertiggestellt. Der Testlauf endete ohne Probleme. Alle waren bester Stimmung. Wir sprachen vom Beginn eines neuen Zeitalters. Dann eines Tages. Explodierte der Reaktor. Fuck. Habt ihn vom Berg aus ja gesehen. Danach wurden wir von Shinras Armee überrannt. Sie verbrannten das Dorf, töteten jeden, den sie sahen. Warum? War es Scarlet? Hat sie das getan? Ja. Ich wusste es. Aber was war ihr Motiv dafür? Die Explosion. Shinra behauptete, Oppositionelle aus Coral wären schuld an der Sache. Dabei war nie jemand von uns am Reaktor. Alles dreckige Lügen. Diese Schweine! Ich kann ihnen nicht verzeihen. Aber vor allem mir selbst kann ich einfach nicht verzeihen. Der Mako-Reaktor war mein Traum. Ich habe alle davon überzeugt, an diese Sache zu glauben. Barrett. Los, gehen wir. Interessant.
Interessant. Also Charakterentwicklung können sie. Ist auch irgendjemand da, der mir zuguckt. Tja, nach so einer deprimierenden Geschichte. Ach, jetzt guck doch nicht so. Hört hey, mal. Justin ist da. Ich will kein Mitleid und auch keinen Trost. Geht das in eure dicken Köpfe rein? Was gab's denn eigentlich das heute bei dir zum Essen? Ganz alleine. Weil du Essen vorbereiten musstest. Mhm. Du hast recht. Immerhin fahren wir zum Gold Sosa. Und nicht auf eine Beerdigung. Also alle schön die Mundwinkel hochziehen. Sag mal, was redest du denn da? Wir fahren doch dort nicht zum Vergnügen hin. Oder? Wir sind gleich da. Seht doch mal. Oh. Na, danke auch. Ihr seid mir Freunde. Nächste Trophäenstufe erreicht. What the fuck? Das hat man vorhin weitem aber nicht gesehen. Ah, Shiva. Hallo. Hallöchen. Imposanter Empfang. Oh wei. Das passt gar nicht zu der Stadt davor. Chili? Ja, es geht. Oh, Chili muss ich auch mal wieder machen. Dazu Baguette. Jetzt macht schon! Los! Ach, Mädels. Ja, ja, Reunion. Was labern die da die ganze Zeit für einen Stuss? Ja, war ein sehr ulkiger Hubschrauber. Hm. Barrett Morris. Tiefer Rockhart. Cloud Strife. Seht euch das an. Unterwegs mit einem Blumenmädchen und einem Versuchsobjekt. Das soll einer verstehen. Man hat sie also endlich zur Fahndung ausgeschrieben. War überfällig. Das sehe ich ja ganz genauso. Aber warum beauftragt man mich mit der Suche? Ich habe doch immerhin meine Abteilung zu leiten. Vielleicht, weil man ihnen so sehr vertraut. What the fuck? Naja, ich brauche auch gleich Feierabend. Was hast du? Weiter. Willkommen im Goldsaucer! Der Eingang ist gleich nur vor dem Tipo. Einen angenehmen Aufenthalt! Oh wei. Komm, speichern wir mal. Drauf geschissen. Reicht für heute. Ich hab keinen Bock mehr.
Gute Nacht, Justin. Haust rein. Tschüss.